Ja, hallo, es geht weiter mit Alan Wake. Ich hatte letztes Mal keine Batterie mehr gehabt. Jetzt muss ich es auch nochmal machen. Also tun wir es nicht nochmal, wie wir hier sehen. Klicken wir nochmal alles durch. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Okay. Mal die Kaffeemaschine. Da ist mir letztes Mal der Strom aus dem Controller. Maschine, sonst kann ich nicht klicken. Ja. Kaffee läuft! Wir sind plötzlich wieder in seinem, glaube ich, New York. Alles bestens. Kann ich da raus? Nicht. Auf die Schneesturm. Das ist wahrscheinlich vor der Abreise. Ich da schon schauen. Ist zu. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Schauen wir mal die Coverentwürfe. Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ja. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Angst vor dem Dunkel. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Ja. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist... Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Mr. Wake, ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke.
Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Ja. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Dass Sie Ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, ja. Nachlässt. Das Licht geht ab raus. Oh, sie ist wieder da. Das Licht leitet. Das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Guten Tag, siehst du. Im Thermoskanner. Und da ist doch noch ein Manuskript. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Oh oh. Da ist da nicht mehr. Immer mit der Sarah. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ja, ich bin unterwegs. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Was haben wir da? Hat sie die Lokalzeitung herausgegeben. Aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Vom Campingausflug zurückgekehrt. Oh ja. Da verschwinden jede Menge Leute. Das kann ich nicht erkennen aus da drauf. Ist da noch mehr zu lesen? Nicht. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Ich stehe auf dem Stuhl. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Das sind doch nicht echte Menschen, um mir links im Zaun ist ein Loch. Killen, die verschwinden ja immer. So zu Schatten lösen sie sich auf. Oder Stucky ja immer bekämpft, aber das ist doch nicht er gewesen. Ist doch nur mal sie. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Hey, Sie! Hallo, was ist denn? Können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Wer weiß es so? Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Aha. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen.
schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wetten. Ja, weiß, aber du hast zuerst geschaut, ob noch Manuskriptseite da liegt. Das wird immer mysteriöser da. Die Frage ist wirklich, ob der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Die Frage ist jetzt wirklich, ob das Menschen sind oder ob das nur ein Dunkelheit ist. Dann auf einmal Seite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ah, das ist aus der Zukunft. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Ah, nein, für. Da gibt's auch irgendeinen Entführer vor Alice. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Das ist der Agent von ihm, was gemeldet hat. Ich denke, wir müssen dann mal zur Tür raus. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Ja, das ist... aus dieser Woche, wo ich sich nicht mehr erinnere. So. Oh, jetzt das Licht wahrscheinlich davor sollen. Ja, kann das Licht anlassen. Ich habe vielleicht noch irgendeine Info ausgespuckt. Scheibe. Das habe ich nicht geschnallt. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen bin reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, hey, okay. Ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich heraus.
Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Die Gesichter sind creepy. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Kann man dann ein Manuskript finden? Das Mammut. Du? Aber hier, Alter, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber. Das ist scheiße. Alles zu, hä? Ja. Solange Tag ist, ist ja alles in Ordnung. Hast du jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Warte hier. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Oh nein, der Hund ist in eine Bärenfalle gelaufen. Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen. Aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Scheibe. Hast du was getrunken? Nein, Mann. Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach... Wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story. Wie ein Bestseller. Da wird sicher auch noch ein Manuskript irgendwo sein, oder? Aber auch nicht. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Ja. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, Al, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst... Dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du wirst es noch merken. Du kannst jetzt aufhören. Ich denke, der Tag geht auch nicht mehr ewig. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ja. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Ist gar nicht da. Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Oh, schön. Wir müssen irgendwo wieder neben raus. Natürlich nicht. Die Zivilisation bleibt irgendwo am Arsch vor der Welt. Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet Logo. Hast. Das Das ist doch verrückt, Al. Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie.
Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Jetzt schauen wir noch, ob irgendetwas deponiert ist. So, Waffe habe ich keine mehr. Wenigstens eine Taschenlampe. Oi. Ist da unten das Gebäude, wo wir uns angemeldet haben, oder? Sieht so aus. Da geht's raus. Ja. Das Licht an. Die Frage ist, welche Seite gäbiger ist. Licht an, Licht aus. Jetzt sieht alles freundlich aus. Oh ja, Knarre. Aber nur noch eine Pistole mit 12 Schuss. Bevor ich da weggehe, kann ich doch mal schauen, was da so ums Haus rum ist. Zum Beispiel da. Wo sind wir die Thermosflaschen bringen? Cool, wenn die mehr Energiebalken würden geben, oder so. Warum ist so? Ja, unsere Geschichte. Dann wollen wir mal zum Entführer. Oder was das ist. Da ist das Manuskript. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, ist nicht zu verdenken, oder? Wäre glaube ich nicht normal, wenn ich es würde glauben. Muss ich jetzt Auto fahren? Das heißt, schauen wir da mal. Ja. Dann mal rein in die gute Karre. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Aha. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Also momentan sieht es nach Entführung aus. Aber das stimmt etwas nicht. Die ganzen Vorkommnisse schaut. Was er bildet sich da alles ein, ja. Wer weiß. Ist die offen? Da kann es doch. Aha. Gut.
irgendeine Waffe oder irgendwas. Muni ist auch gut. Ich nehme mich fast keine. Radioanlage. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier gemacht. Da ist einer um. Da schlägt einer um zu. Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Scheiße, und der verklopft. Wo ist er? Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Wo ist er? Creepy. Es geht wieder los. Irgendwo schleicht einer um. Kommt der Barry noch Besuch? Oi. Was ist das? Was ist das gewesen? Das Erdbeben?